Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu UFC 3 Folge 2. Episode 2 hier, 87 fitnessmäßig sind wir vorbereitet auf den nächsten Kampf gegen Paul DeWitt. Wenn ihr die erste Folge verpasst habt, schaut es euch unbedingt an, da seht ihr Paul DeWitt. Den haben wir, ich glaube es war unser Vorbereitungskampf, wo es noch, oder unser allererster Kampf vor allem. Da haben wir ihm, glaube ich, ordentlich auf die Fresse gehauen, ich glaube das war er. Und ja, ich habe richtig Bock, jetzt Paul DeWitt innerhalb von, na, ich würde sagen 40 Sekunden auszunocken. Aber es liegt dran, dass wir auf leicht spielen, ist ja klar. Aber ja, ich habe Bock. 40 Sekunden, dann hauen wir um. Und wenn es mit der Zeit einfach zu einfach wird, stelle ich mal ein TKO von der Schwierigkeit her. Aber ja, dann schauen wir mal, wie es läuft hier. 40 Sekunden, Leute. An den K.O.-Sieg aus dem letzten Kampf erinnert er sich natürlich. Er wehrt sich gar nicht, er blockt sein Gesicht nicht. Oh, oh, Paul DeWitt. Ja, ja, da war die Spinning Backfist. Oh ja, guter Treffer, da war der Punch. Und jetzt soll der Thai Clinch kommen, Jungs. Schmidt, Doppelhander, Thai Clinch. Thai Clinch, ja. Boom! Den Kniestoß hätte er besser verhindert. Oh, leck! Wir haben einen ordentlichen Tritt in die Fresse gekriegt. Okay, 40 Sekunden war wohl nichts. Der kommt nicht an. Ja, kein leichter Gegner, mit dem er es heute zu tun hat. Schauen wir uns nochmal die Ranglisten an. Alter, schon wieder dieser Tritt in die Fresse. Alter! Aber klar, das war auch schwach verteidigt. Okay. Ja, ja, der kommt an. Ist gar nicht so einfach. Auf einfach. Oh, Roundhouse geht zum Körper. Gut gemacht. So. Jetzt haben wir ihn um und legen ihn dann flach. So, Junge. Jetzt kriegst du die Ellenbogen. Ende. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Schlaf gut. Gute Nacht. Es waren diese knallharten. Dann hat's halt, dann musst du es halt so machen. Ground Pound, Ellenbogen in die Fresse. Das war konsequent. Und das hat auch funktioniert, so wie es aussieht. Ich freue mich schon auf die Wiederholung. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Wiederholung des Kampfes. Und da kommt der nächste geflogen. Oh mein Gott, da war es dann vorbei. Paul DeWitt, schlaf gut. Und hat ordentlichen Cut da auch unterm Auge, glaube ich. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis für uns. Ah doch, unterm Auge, ganz, ganz leicht. Aber ja, wir haben gewonnen. Offensichtlich auch in der ersten Runde wieder mal. Das ist der dritte Kampf, den wir jetzt in der UFC gemacht haben. Und alle drei durch Knockout in der ersten Runde. Ganz stark. Ein niedriger Kampf-Hype. Für die nächste UFC Fight Night. Wir haben relativ viel für den Hype gemacht, also mit viel Werbung und bla bla. Aber ja, er ist niedrig. Dennoch gehen wir zum Kampf. Kampf Nummer 4, den wir hier austragen. Wir haben eine 6-0-0-Quote. Die ersten drei Kämpfe haben wir in der WFA gemacht. Diese World Fighting Alliance oder irgendwas. Also das war eher so amateurmäßig. Und jetzt hier in der UFC 3 Siege, 3 K.O.s. Komm, hau zu und ich halte zu, Gambit Hero. Los jetzt, Gambit Hero, an die Arbeit. Okay, dann lass uns mal loslegen. Und werfen wir einen Blick auf die Daten. Unser Gegner ist ein richtiges Tier, also der sieht echt gefährlich aus. Ein 30-Jähriger. Wenn wir uns das Alter beider Kämpfer anschauen, müssen wir festhalten, doch schon ein ziemlicher Unterschied. Und was die Größe und die Reichweite angeht, Größe, Reichweite. Beide mit der gleichen Größe. Reichweite. Aber nach einigen Unterschieden. Schon ein Unterschied. Er hat schon ordentlich mehr Reichweite, deswegen müssen wir schön nah dranbleiben. Aber mal los. Hauen wir ihm aufs Maul. Jetzt geht es los. Mixer, Fairplay, direkt die Fäuste in die Fresse. Und direkt hier, direkt den Thai Clinch. Alter, what? Direkt den Thai Clinch ansetzen. Aber blockt er. Verteidigung gegen den Clinch. Und eine Overhead. Ah, jetzt kriegt er da die Fresse voll. Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ja, genau das. Thai Clinch. Und boom. Das wird ein harter Bock. Thai Clinch. Junge, gib mir dein Gesicht. Oh, starker Kniestoß. Der hat wehgetan. Der hat gepasst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, es ist vorbei. What the fuck? Wir haben verloren! Scheiße! Hier war von Anfang an zu erkennen, wie heiß er war. Das er war arrogant. Da bieten wir ihm das offene Gesicht an und kriegen den Fuß voll an Schädel. Und sind einfach weg. Scheiße, wir bieten ihm das Gesicht an und dann BOOM! Und dann ist vorbei.
Oh, wie jetzt dumm von mir. Wie dumm war das? Ich hatte ihn schon. Ich hatte ihn schon. Und krieg dann so einen Tritt in die Fresse. Kämpfer erneut. Ja. Das war ein Schlag. Er hat einen Schlag gemacht. Das machen wir nochmal. Nee. Das war also, nee. Komm her, Junge. Tja, er muss hier heute gegen einen ziemlich harten Gegner ran. Das wird nicht leicht für ihn. Dieser Fight wird ihn wohl vor einige Probleme stellen. Und kurzer Prozess hier. Ja, zack. Er bekommt ihn in den Kai Clinch. Und ein Kniestoß vom Bein. Nein. Mal sehen, wer von ihm sich jetzt in die bessere Position bringt. Junge! Oh nein! Wechsel zum Over-Under. Alter, ich lasse ihn jetzt einfach. Nein! Alter Schwede, der ist gar nicht mehr so einfach, der Typ. Die Rechte kommt durch. Ja, guter Inside-Leck. Oh ja, 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 ja. Das hat gesessen. Da müssen wir jetzt dranbleiben. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Schöne Rechte. Alter, wie bitter war das denn? Schön ausgewichen. Oh, schön ausgewichen, aber dann doch nichts draus gemacht. Schöner Schlag, aber dann. So, Thai Clinch, Junge. Thai. Die Stoß Thai Clinch. Gute Arbeit im Clinch. Friss. Heftiger Kniestoß zum Kopf. Ach komm. Gut, ja, jetzt haben wir ihn. Er bringt eine Kombination. Und noch so ein Treffer. Oh, boah, schade, das Spin Backfist kommt leider nicht an. Der kommt nicht an. 2 Minuten haben wir noch. Oh, oh shit, voll in den Fuß gerannt. Oh, schöner Punch. Kein schlechter Versuch, aber er bleibt auf den Beinen. Oh shit, ey. Dann wollen wir einen Takedown versuchen und sind ihm voll in die Faust gerannt. So, jetzt haben wir ihn. Dann richten wir uns auf und hauen ihm die Ellenbogen in die Fresse. So, gute Nacht. Das war's mit dir. Er wehrt sich nicht mehr und das muss es sein. Bitch. Alter Schwede. Okay. Vergessen wir den ersten. Das erste Mal, als wir es probiert haben. Auf dem Boden, von dem sich sein Gegner einfach nicht mehr erholen nicht konnte. So geplant. Das war stark, das war konsequent und es war erfolgreich. Das war sehr dumm und arrogant und das ist nicht unser Stil. Und jetzt haben wir es wieder gut gemacht. Haben ordentlich kassiert. Also hätte nicht gedacht, dass es so ein Brocken wird, trotz leichtem Schwierigkeitsgrad. Aber dann haben wir es durch einen Takedown und Aufbüchlein geschafft, ihm die Fresse zu polieren mit unseren Ellenbögen. Puh. Aber ja, war nicht ganz so einfach, aber haben es dann doch noch geschafft in der ersten Runde. Meine Damen und Herren, es gibt den Rückkampf zwischen Dennis Schmidt, aka Gamepad Hero, und Joshua Mitchell, unserem Rivalen. In Japan wird dieser Kampf stattfinden. Wir haben eine 7-0-Quote, er hat einen 3-2. Also, ich weiß nicht, ob er dem gewachsen ist, was wir hier zu bieten haben. Meine Damen und Herren, wir haben trainiert, der Hype ist Mitte, immerhin schon was, wahrscheinlich auch, weil es ein Rivale ist, 87% Fitness. Ja, wir sind gut trainiert, ich habe meinen Fokus eher aufs Training gelegt, statt auf das Ganze drumherum hier. Aber ja, ich habe Bock, ihm die Fresse zu polieren. Und ich denke, das werden wir auch hinkriegen, ich meine, wir haben es schon mal gemacht. Ich glaube, das war der Kampf mit den wenigsten Treffern, die zum Knockout geführt haben, ich glaube, es waren 8 oder so oder 7. Die alle gesessen haben und die haben den Kampf direkt beendet. Also, ja. Ihr könnt es ja in der ersten Folge nochmal angucken und nachzählen, wie viele es wirklich waren. Ich glaube, irgendwie 7, 8, irgendwie sowas. Welche dann den Kampf beendet haben. Aber jetzt schauen wir uns hier erstmal den Einlauf an. Oder die Vorstellung oder wie auch immer. Yeah. Zeit für uns. Ich hab Bock, ihm die Fresse zu polieren. Ah, nee, das sind wir gar nicht. Das ist er. The Ghost. The Ghost Joshua Mitchell, in Manchester geboren. Eine herausragende Stärke hat er nicht, aber er ist eben ein Allrounder. Er hat keine herausragende Stärke, sagt alles aus. 3 Kämpfe gewonnen von 5 und 2 verloren. Okay, dann schauen wir mal an, was die UFC über uns zu sagen hat. Da kommen wir auch schon rein in den Ring. Let's get ready to rumble. The Game Changer.
Dennis Schmidt, The Nightmare. EA Social Media mäßig heißen wir Game Video, wie ihr bereits wisst. Und ja. Seine Vielseitigkeit ist immer wieder sensationell und das macht ihn natürlich auch so stark, so erfolgreich. Ja, das haben wir schon so oft gesehen. Den kannst du als Gegner einfach nicht ausrechnen. Und noch unbesiegt, natürlich. Logischerweise. Also das ist ein bisschen unnötig, diese Info. Aber gut, wir haben Bock und hauen ihm so richtig aufs Maul. Mal gucken, ob wir es wieder schaffen mit weniger als 10 Schlägen. Oh ja, da haben wir es schon. 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 Gute Nacht, Junge. Und das war's. Der ist so schlecht. Der Typ ist so schlecht, der hat gar nichts zu melden. Das war vielleicht, also der erste Schlag hat ja direkt gesessen, er hat ihn direkt taumeln lassen. Und dann waren es vielleicht noch 5-6 Schläge. Alter, was ist das denn für Lappen? Das ist ja gar kein Gegner hier. Der hat schon gesessen und dann BOOM! Da fällt er dann zu Boden. Und dann war es einfaches Spiel hier. Hier der Knockdown in einer anderen Einstellung. Boah, sieht brutal aus. Und da war es dann vorbei. Dieser Ellenbogen beendet den Kampf. Zack. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle einfaches Spiel Ergebnis gehabt mit diesem jungen Burschen hier. Wir haben gewonnen. Und jetzt gucken wir das nochmal. Guckt es euch an. Ein Niederschlag, er hat nichts getroffen, gar nichts. Wir haben 6 Schläge, also 7 beziehungsweise 9 Schläge draufgehauen. 7 haben gesessen. 6 davon haben gewirkt. Es war ein Kampf von 17 Sekunden, meine Damen und Herren. Also, Mitchell ist kein Gegner. Es ist einfach kein Gegner. Kann man nicht anders sagen. Schlussstrich. Schmidt beendet Rivalität mit Mitchell durch spektakulären K.O.-Sieg. Lange musste er warten, aber gestern durfte Dennis Schmidt endlich jubeln. In Saitama, Japan verpasste er George Mitchell einen K.O. und zog damit einen Schlussstrich und eine erbitterte Rivalität. Ja, wir haben uns lange hin und her getwittert, was er für ein Spaß ist und er mir zurück, was ich für ein Spaß bin, aber ich habe den Kampf innerhalb von 17 Sekunden beendet. Da sehen wir es nochmal. Boom. Und nochmal zurück. Dana White hat das getwittert. Und nochmal zurück. Boom. Glückwunsch, du scheinst ein echtes Talent zu sein. Dankeschön, Dana. Neuer Vertrag. Wir sind kein Talent. Doch, wir kriegen jetzt den Talent. Wir waren vorher Rookie, jetzt haben wir einen 4-Kampf-Vertrag als Talent. Top 15 müssen wir erreichen. Gut, nehmen wir. Ich bin die Zukunft, Game Theory. Du bist die Vergangenheit. Du bist die Zukunft. Gegen mich überstehst du nicht mal die erste Runde. True. Ich würde sagen, wir nehmen den Kampf gegen Mikey Gall. Alter, der hat. Der Hype ist mittel, deswegen wollte ich einen Ding-Kampf nehmen. Aber die Werte sind halt schon echt heftig. Fast alles über 4, alles über 80 auf jeden Fall. Fast alles über 85, außer Striking. Aber das ist bei ihm genauso und bei ihm auch. Also das ist, okay, wir nehmen ihn. Alter Schwede, was haben wir jetzt schon für Gegner? Da kriegen wir nur auf die Fresse. Wir kaufen direkt die nächste Mitgliedschaft, also fürs nächste Gym. Direkt 100.000. Und pro Woche 10.000, also 140.000 hat uns das jetzt gekostet. Ich habe ein bisschen gespart, habe in einem ersten Gym trainiert, aber jetzt hauen wir hier auf die Kacke. Wir müssen besser werden. Meine Damen und Herren, wir sind bereit für den nächsten Kampf, aber erst eine UFC Minute. I'm Megan Levy and this is your UFC Minute. Na? As a fighter's wins begin to add up, the pressure to maintain momentum becomes a major factor. Mhm. Every fighter who competes in the octagon will tell you that he will take a win by any means possible. Oh, da sind wir ja. But as one of the UFC's top strikers, this welterweight star is taking the judges out of the equation, as he has used fists and feet to finish each of his opponents during his winning streak by way of spectacular striker. Das stimmt wohl. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, Dankeschön. And I'll see you at the fight. Tschüss. Und jetzt los zum Kampf. Gell gegen Schmidt. Puh, also dieser Gell, vor dem habe ich jetzt schon ein bisschen Angst, weil er hat schon ordentliche Werte. Also, ja, da müssen wir ein bisschen Angst haben. Ich habe, glaube ich, jetzt durchs Training gerade mal einen auf 80 geschafft. Ich weiß gar nicht, welchen gerade. Werfen wir einen Blick auf die Daten. Schauen wir uns mal an den Vergleich. Er ist nur ein Tick älter. Deutlich größer, ja, ein bisschen größere Reichweite. Kämpfer, wir sind inzwischen 24. Und kurz noch der Blick auf die Größe. Also ja. Da gibt es leichte Unterschiede. Es dauert hier. Oder ja, es dauert tatsächlich, die UFC. Und los geht's.
starker Schlag zum Kopf. Aber ein noch stärkerer Block. Oh mein Gott. Oh shit. Schöner Punch von Schmidt. Er zieht den Haken zum Kopf. Oh, starke Verteidigung gegen den Finch. Echte gerade jetzt. Kein Treffer. Teilklimm soll's werden, Teilklimm soll's werden, Teilklimm soll's werden. Und da kommt das Knie in die Fresse. Und jetzt müssen wir nachsetzen. Jetzt müssen wir nachsetzen. Das gibt die Fäuste in die Fresse. Und er lebt noch. Wie ist das möglich? Dann gibt's halt nochmal. Boom. Schiri, beende den Kampf, er kann nicht mehr. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Alter, wie überlebt er das? Wie hat er das denn überlebt? Jetzt aber. Jetzt aber, da geht zum Boden und da kommt der Erste und das war's. Wir hauen Gell K.O. in der ersten Runde. Das war ein fantastisches Aber Respekt an seine Ausdauer, also der hat ordentlich eingesteckt. Und genau das hat er auch geschafft. Also da ist schon großer Respekt davor. Ich würde gerne nochmal die Wiederholung sehen. Werfen wir einen Blick auf die Wiederholung. Boom, wieder so ein Overhead, Faust, whatever und dann die Kombination, da geht er dann zu Boden. Da von oben herab, zack, und dann direkt danach die linke und die bringt ihn dann auf die Bretter. Und dann war es leichtes Spiel hier. Ich glaube, der Ellenbogen war es, der ist beendet. Ne, die Faust in die Fresse, beendet den Kampf. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so einfach, also was heißt so einfach, es war nicht wirklich einfach. Ich hatte Respekt vor ihm. Und ja, es war ein guter Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel mit macht, so viel einstellt. Aber ja, wir gewinnen durch Knockout. Geil. Meine Damen und Herren, willkommen zum nächsten Kampf, beziehungsweise hier das Feedback, wie die Trainings, wie das Training verlaufen ist. 97% Top-Fitness, Kampfhype Mittel. Ich bin heiß, ich hab Bock, das könnte unser 10. Sieg in Folge werden und dann, ja Mann! Also ich hab Bock. Irgendwo sind gerade MMA-Götter und lachen sich kaputt. Ich halte zu Gambit Hero, Hashtag UFC, hol dir den Sieg, Gambit Hero, oh yeah, diese Strikes, los jetzt Gambit Hero, an die Arbeit. Ich hab Bock, ich will auf die Fresse hauen, ihr wollt dabei zuschauen. Los geht's, würde ich sagen. Und nun sehen wir Covington einen UFC-Weltergewichtskampf gegen Schmidt. Covington ist auch ein sehr, sehr guter, der hat glaube ich alles über 90. Ich will da jetzt nicht zu viel sagen, aber ja, schauen wir uns mal an. Okay, er ist schon einer der älteren Generationen, Amerikaner, kaum Unterschiede. Gleich groß, gleich schwer und die Reichweite, da haben wir einen minimalen Vorteil. Aber ja, los geht's. Boom, direkt das Flying Knee, das wir jetzt gelernt haben. Und den haben wir auch gelernt. Oh mein Gott, komm, steh auf, Junge. Steh auf. Oh, dieses Knie. Das war böse. Das war böse. Er ist genau ins Flying Knee geflogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sah schmerzhaft aus. Oh mein Gott. Kommen wir jetzt zu unserer Da sehen wir es nochmal. Flying Knee, er duckt sich und kriegt das Knie voll in die Fresse. Oh mein Gott. Hier nochmal. Wir setzen an. Boom! Und voll in die Fresse. Oh mein Gott. Ich weiß, ich wiederhole mich sehr. Und dann hat er einfach nur noch Fäuste kassiert. Er hat sich nicht mehr verteidigt. Gar nichts. Da war vorbei. Alter Schwede, er hat ordentlich kassiert. Jetzt hören wir Bruce Buffer shit. Mit der offiziellen Entscheidung. Das war der Kampf und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Das ist doch schön so, den Kampf zu beenden mit, oder die Folge zu beenden mit so einem Sieg. Sieg durch Knockout, 10. Sieg in Serie.